Hallo da draußen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crossout. Ich habe mir heute einen Kumpel mit eingepackt und zwei Snipes mit am Start. Servus. Du weißt, wie es hier geht? Protect the Structures, Defense? Jo, wunderbar. Ich werde es rausfinden. Ja, auf jeden Fall immer schön auf den Button hämmern und die Gegner töten. So, wo ist er denn? Wir müssen die Pumpen protecten. Ich glaube, Matt ist ein... Nee, Matt müsste sogar ein Mitspieler sein. Matt ist ein Mitspieler, genau. Und Snipes hier rechts, du bist auch so schön grün wie ich, das ist schon mal sehr gut. Hast du Raketen dabei oder sowas? Oder nee, ne? Du hast einfach nur... Deine Schlüssel sieht auf jeden Fall auch super nice aus. Wenn ich jetzt heute reif, was ist das denn für ein Game? Crossout ist ein aktuell noch in der Closed Beta müsste es sein. PvP-PvE-Game. Ihr seht, man kann sich wunderbar geile Fahrzeuge basteln. Wer sich jetzt denkt, ey Ralf, cool, davon möchte ich mehr sehen. Ich habe auch schon unglaublich viele Folgen aufgenommen mit Crab Swan zusammen. Auch ein YouTuber. Haut den mal weg da vorne. Cutthroat. Das ist sogar der, oder? Ist nicht dieser Challenge-Putzi, dieser Typ hier? Nice, easy. Und ja, gibt schon einige Folgen dazu. Ich werde auch in der nächsten Folge ein Gewinnspiel machen. Und zwar werde ich dreimal den Zugang auf Steam für die Beta verlosen. Und schaut rein das nächste Mal, wenn es euch gefällt. Ich glaube, es kostet gerade auf Steam 30 Euro. Das heißt, wir machen eine Verlosung im Wert von 90 Euro. Wow, kommen da viele Fahrzeuge. Oh, Alter. RIP. Ja, das meine ich ja. Manche Fahrzeuge sind echt assi. Ey. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Gameplay haltet. Allgemein von dem Spiel. Vielleicht kennt ihr es ja auch schon. Boah, diese Kanone müssen wir wegmachen. Katscho, die Kanone. Boah, der hat mich schon voll getroffen, Mann. Alles klar, Kanone ist weg. Der rammt einfach nur den Turm, ey. Dieser Noob, ey. Okay. Der, das Gemeine ist, diese großen Fahrzeuge. Wow, nice. Die großen Fahrzeuge haben auch echt krasse Kanonen oben drauf. Und wenn die nicht einmal treffen, dann zerfetzt sie eigentlich fast das ganze Chassis so. Da weg da. Da weg. Wo war die Hupe? Eh? Wir müssen weiter, oder? Ja. Weil der Typ, der noch rumsteht vor mir. Gas, Rolf. Angst. Dreimal Respawn hat man, oder? Bei mir stand gerade einmal. Ja, okay, oder zweimal. Ich glaube, danach musst du richtig bezahlen dafür, um respawnen. Weil mir fehlt schon mein Hinterreifen, was echt ein Absturz ist. Oh, geht weg. Voll die Assi-Viecher, oder? Mhm. Wie hier nur mal diesen Turm rumschleifen, ey. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Waffen. Es gibt auch noch Raketenwerfer, Drohnen gibt's noch. Der hier ist voll am Abzuleiden. Wow, kommt doch viele. Auf dem Rücken. Oh nein, hast du kein Jumping-Ding dabei, so ein Check? Doch nicht, ne. Oh, okay. Wow, hier ist gerade voll die Ecke. Okay, ich bin eh tot. Oh, fuck. Oh nein, ich brenne auch wie Sau. Nein, ich will heute mitnehmen. Nimm mit. Nice. Rache. Penner. Fick mich mit dem Ficker, ey. Ist geil, oder? Das sind nur noch deine Vorderachse. Ja, Mann, ich brenne und so, aber ich hau noch ordentlich, ich hau noch Schaden raus, ist die Hauptsache. RIP. Oh, jetzt nicht mehr. Return to battle. So, du bist noch am zweiten Mal lebend draußen, ne? Kann das sein? Jo, ich bin schon tot. Du könntest dich aber wieder reinkaufen in das Game, oder? Ja, ich habe aber nicht genug. Okay, alles klar. Da brauchst du diese Coins und die habe ich nicht. Genau. Und die kosten wieder Geld. Richtig. Dann kriegen wir schon noch. Nice, okay. Jetzt müssen wir halt echt noch aufpassen. Der dritte Turm zu zweit wird echt schwierig. Okay, der Turm kriegt schon auf die Fresse. Hast du mitbekommen, ob der andere schon mal respawned ist? Ich glaube jetzt gerade einmal. Ah ne, der brennt noch, also nein. Jetzt ist er respawned. Okay.
nice, 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 nice. Wow, hinter mir sind viel zu viele. Wow. Was, Boss? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was da, warum hinter mir so viele Leute explodiert. Aber explodiert doch endlich, du scheiß Auto hier. Nein, so geht doch. Okay, dieser Turm kriegt übel auf den Sack gerade. Hinter dir irgendwo. Naja, ich muss nur hier gucken, wie viele Leute hier sind. Schauen, dass ich die irgendwie wegkrieg. Boah, shit. Na, du siehst, was ich... Was, oh, shit, ja, jetzt krieg ich auch noch von hinten richtig auf den Sack. Das wird übel, das kriegen wir nicht hin, Mann. Ah, das ist der Boss hier, das ist der Boss, der neben mir, siehst du ihn? Hm. Ja, RIP. Alter, krass, Mann. Und du warst der Boss. Ich kaufe mir ja nochmal. Der lebt aber noch. Ja, ich kann's ja, ich kann's ja. Der teilt doch gut aus. Just do it, ey. Komm, explodier, du scheiß Auto. Okay, 34. Wow, 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 hast du es gesehen, was da oben rumgeflogen ist? Mhm. Was hat sich da gerade gedreht? Aber der Turm scheint keinen Schaden mehr zu nehmen gerade. Okay, der rammt ihn jetzt schon mal gut. Wo ist der Gegner da drüben? Okay. Du lebst ja wieder, Mann. Ja, ich hab mich eingekauft. Ich hab I paid money for this shit. Aber ich will nicht, den Typen alleine lassen und ich will nicht. Kommen noch zwei Gegner. Nice. Einer. Successful nice. Victory. Und du kriegst natürlich auch Sachen dafür. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen gelohnt. Oh Gott, shit, ich bin mit der falschen Fraktion gefahren, sehe ich gerade. Habe auf jeden Fall einen Haufen Sticker bekommen. Reputation. Ah ne, warte, man kriegt ja für alle Klassen, die man hat, immer Reputation, oder? Ne, stimmt ja gar nicht. Ach, keine Ahnung. Wie viele Points hast du bekommen? Wie bitte? Wie viele Punkte du bekommen hast? 640. Alles klar. Ja, ist gut. Ich habe 706 bekommen. Auf jeden Fall haben wir schon mal da gut aufgeräumt. Ja gut, 88 habe ich gezahlt. Ich habe 5600 Coins durch diese drei Packs, die ich hatte. Ich meine, die haben in Summe bestimmt 100 Euro hätten die gekostet. Also ich hätte die selber nie gekauft. Aber ich würde sagen, wir checken nochmal ein Battle aus. War eigentlich ganz cool, aber diesmal machen wir mal eine ganz normale Mission. Wir versuchen es mal mit Get the Machine Gun. Das Problem war nur gerade, dass wir, als wir die Mission starten wollten, eben ewig lang in der Warteschleife gehangen sind und dann hatten wir irgendwie nach 6 Minuten keinen Bock mehr, haben eine andere Mission ausprobiert und deswegen haben wir auch gleich mit dem Spiel gestartet, als ich jetzt hier aufgenommen habe. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier ein bisschen schneller geht. Und noch eine Frage an euch da draußen. Ich lade das jetzt wahrscheinlich morgen hoch, die Folge. Das heißt, es ist Sonntag. Ist bei euch auch so tierisch warm, Snipes? Du wohnst ja auch nicht so weit weg von mir. Wie viel Grad habt ihr so? 35, 36? Oh, um die 30 auf jeden Fall, glaube ich. Es ist tierisch warm. Es ist echt nicht auszuhalten. Aber das ist der Sommer. Also, es gab ja so viele Tage, wo der Sommer uns echt ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Ja, wo sowas nicht 20, 22, 23 Grad draußen waren, wo man echt auch schön chillen konnte. Aber jetzt brennt das Ding ja so richtig runter. Und ich habe auch noch vor 2 Tagen, da saß ich im Biergarten mit einem Kumpel, wir sind da, wo sie sich lange gesessen, so bis um 11 oder 12. Und ich habe gefühlte 50 Mückenstiche an Arm und Bein. Ey, und es ist vor 3 Tagen gewesen und die sind immer noch da und jucken. Wirklich, nur hier am Arm, unterm rechts am Arm habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur an meinem rechten Unterarm. An meinen Füßen ist es am schlimmsten. Habe ich bestimmt so 20 oder so. Das ist echt krass, ey. Kenn mich aber. Ja, ganz übel. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so aggro sind nachts. Aber gut, da saßen keine Leute mehr, außer wir. Das heißt, wir waren die einfachsten Opfer. Plus da ist halt ein bisschen so, was weiß ich, Sportplatz, sage ich mal. Und überall, wo da ein bisschen das Wasser steht, sammeln sich natürlich die Viecher. Also es schaut nicht so aus, es schaut nicht gut aus, ne, mit der Wartezeit bei den Missionen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Oh, guck mal, jetzt, wo ich sage, es ist schade, geht's los. Frei. Sehr gut. Wir spielen Team vs. Team, das heißt alles, es müssen auch Bots dabei sein. Du siehst auch die Punkte, die die haben. Snipes hat 1059 auf 2500 und der Rest ist auch alles 29 bis... Ah gut, die haben sogar auch einen 1099er. Start in 4, 3, 2 und wir bleiben zusammen, okay? Ja, wo bist du? Ah, da. Ich bin der Grüne. Wir sind die Grünen beide. Wo war die Hupe nochmal? Weiß ich nicht. Also auch schon F.
Ha. Ha? Ha. Ha, ha wie, wie Heinrich. Ah, ah, hör mal auf so rumzusliden. Alex, was hast du denn für geile Klappen da hinten? kennst du noch Pluto oder Lupo oder so von Walt Disney? Ja, der ja. Hund? So sieht dein Auto aus. Heo kriegen wir gleich. Fahr ein Stück zurück, fahr ein Stück zurück. Du bist weit vorne. Schau, dass du ein bisschen passiver bist. Wenn Schüsse reinkommen, immer zurück. Immer ein bisschen zurückziehen. Schön passiv bleiben. Hier auf der Seite können wir übrigens sehr gut schießen. Außer die kommen jetzt gleich von links. Okay, ein Stück zurück. Sehr gut. Ich treffe den auch. Wunderbar. Okay, fahren wir ein Stück weiter, drehen wir mal, fahren wir ein bisschen rückwärts. Positionieren uns neu. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Okay, der hat keine Waffe mehr. RIP. Sehr gut. Der Kill ging an dich, oder? Was? Der Kill ging an dich, oder? Nee, an dich. Und ich hab nur einen Kill-Assist bekommen. Ja, ich auch. Okay, nice. Da hat er irgendwie anders gekillt. Schau, dass du mich ein bisschen zurückziehst. Links kommt noch einer. Down. Komm um die Ecke. Ups, sorry. Oh, sorry. Der ist auf der anderen Seite vom Zug, glaube ich. Ne, ist wieder da. Schauen wir, ob ich den von hinten kriegen kann. Geht aber zu dir. Nice, sehr down. Gut. Wir hatten einen direkt hier vor uns noch. War so unser Team. Dann nur noch einer. Ja, da steht da. Wow. Easy, nice. Easy Runde, Mann. Ja, Leute, wenn es euch gefällt, das Spiel, lasst mich wissen in den Kommentaren. In der nächsten Folge könnt ihr dann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich gehe nochmal kurz zur Garage. Und dann werde ich dieses Spiel dreimal verlosen für Steam. Und vielen Dank, Snipes, dass du mit dabei warst. Und schreibt noch in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ich mal das Bild machen soll oder wenn ich mal die ganzen DLCs mal auschecken soll, die es hier gibt, ich kann mal kurz auf Store klicken. Ich habe nämlich diese drei hier unten alle. Lasst es mir wissen. Vielen Dank fürs Reingucken und auf Wiedersehen. Tschüss.